Was ist der perfekte Mahlgrad? Wie drückt man Mahlgrad überhaupt aus? Viele Leute kaufen immer noch vorgemahlenes Kaffeepulver im Supermarkt und das muss eigentlich nicht sein. Wenn ich mir über den Mahlgrad Gedanken mache, muss ich eigentlich mich auch mit Brühmethoden auseinandersetzen. Herzlich willkommen bei Roast Market. Ich bin Julian von Hoppenwart und Ploch und wir sind heute bei Craft Coffee Gear. Heute geht es um das Thema der perfekte Mahlgrad. Jetzt ist die Frage, was ist der perfekte Mahlgrad? Den perfekten Mahlgrad an sich, den gibt es nicht, beziehungsweise kann man ihn auch schwer in Worte fassen oder beschreiben. Den Grund seht ihr vielleicht hier. Ich habe hier vier Schälchen mit verschiedenen Mahlgraden vorbereitet. Ihr seht, hier ist es etwas feiner und es geht hier immer gröber. Ja? Aber wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist das für ein Mahlgrad? Mahlgrad 3, Mahlgrad 5, wie drückt man Mahlgrad überhaupt aus? Körnchengröße unter einem Millimeter. Oft kommen auch Kunden zu uns im Laden und sagen, ich hätte gern den Kaffee auf Mahlgrad 7 durchgemahlen. Ich sage, okay, auf welcher Mühle? Und dann ist es eine ganz andere Mühle. Und auch bei der gleichen Mühle ist der gleiche Mahlgrad nicht immer das gleiche Ergebnis, weil die Mahlscheiben sich auch abnutzen. Es gibt schon wissenschaftliche Methoden, um einen Mahlgrad zu beschreiben, indem man wirklich die Partikelverteilung sich anguckt. Also wie viele Partikel haben welche Größe. Es gibt dann so eine Kurve im Prinzip. Aber für euch zu Hause ist es nicht wirklich jetzt darstellbar, was eine leichte Annäherung dahin ist. Es gibt so eine Art so Siebe mit verschiedenen Lochgrößen und dann kann man das Mahlgut oben reinpacken und durchsieben und dann bleibt in verschiedenen Lochgrößen verschiedene grobe Partikel hängen und dann hat man auch so eine Art grobe Mahlgradverteilung. Die Siebe kosten aber Geld und es ist auch sehr unpräzise. Deshalb ist es ein schwieriges Thema, darüber zu reden. Warum ist es trotzdem ein schönes Thema? Weil es eigentlich die ganzen Brühmethoden übergreifendes Thema. Das heißt, wenn ich mir über den Mahlgrad Gedanken mache, muss ich eigentlich mich auch mit Brühmethoden auseinandersetzen. Wir können das jetzt einfach mal ein bisschen durchdenken, wenn wir anfangen zum Beispiel beim Espresso. Ich habe hier drüben Espresso-Pulver. Ihr seht schon, das ist das Feinste von allen Pulvern. Und warum ist das so? Die Espresso-Maschine arbeitet mit 9 Bar Druck. Ja, das heißt, wir haben von der Maschine her einfach die Möglichkeit, das Wasser durch ganz, ganz feines Kaffeemehl trotzdem hindurch zu drücken. Und das Wasser kann wirklich ganz, ganz viele Stoffe aus dem Kaffeepulver rauslösen, dadurch, dass es so fein gemahlen ist. Und man erhält ein sirupartiges, ganz intensives, aromatisches Getränk. Da spielt aber jetzt auch ein bisschen der Röstgrad mit rein, weil dadurch, dass ein Espresso so aufkonzentriert ist, kann man dafür keine Filterröstung nehmen. Die haben nicht zu viel Säure, sondern man braucht wirklich eine Espresso-Röstung. Die ist ein bisschen dunkler, hat weniger Säure und ist an sich schon sehr ausbalanciert. Und dann kann man das wirklich machen, dass man Kaffeemehl so fein mahlt und so ein konzentriertes Getränk herstellt. Aber wenn man jetzt sich überlegt, ich möchte zum Beispiel trotzdem mit einer hellen Filterröstung ein Espresso zubereiten, was man auch machen kann, dann wird man aber über das Brührezept einstellen an sich und den Mahlgrad feinjustieren nicht mehr in eine Balance kommen, weil die Säure einfach zu stark ist. In so einem Fall kommt man nur noch in eine Balance, indem man die Säure ein bisschen verdünnt, indem man das Getränk ein bisschen verdünnt. Das heißt, ich mache dann keinen 25 Gramm Espresso mehr, sondern ich mache zum Beispiel einen etwas längeren Espresso, so Richtung 40, 50, 60 Gramm. Das heißt, wir gehen schon fast ein bisschen Richtung Kaffeecreme. Wenn ich das mit so einem Espresso-Pulver machen würde, dann wäre das Problem aber, dass es zu stark ausgewaschen wird und dann wird das Getränk sehr schnell bitter. Deshalb, wenn ich so ein bisschen verlängerte Espressi mache, dann muss ich ein bisschen gröber mahlen, damit es nicht zu einer Überextraktion und zu viel Bitterstoffen im Getränk kommt. Und das wäre dann im Prinzip hier ein bisschen gröberer Mahlgrad und das Brührezept ist dann nicht mehr so intensiv, sondern ein bisschen längeres Brührezept. Wir haben da übrigens auch schon auch noch ein anderes Video, wo es genau darum geht, was sind eigentlich Brührezepte für die verschiedenen Brühmethoden. Und deshalb fand ich das so spannend, weil der Mahlgrad das eigentlich alles zusammenbringt von jeder Brühmethode. Warum sehen Brührezepte wie aus? Und da spielt der Mahlgrad eben immer eine entscheidende Rolle, weil der Mahlgrad dafür sorgt, dass die Extraktionszeit so ist, dass das Getränk am Ende auch ausbalanciert und lecker ist für die Brühmethode, die ihr benutzt. Das heißt, wir hätten jetzt hier ein bisschen gröber gemahlenes Espresso-Pulver für lange Espressi oder auch zum Beispiel Herdkännchen. Wenn man jetzt noch weitergeht in die grobe Richtung, dann hätten wir jetzt hier zum Beispiel Kaffeemehl gemahlen für eine Filterbrühmethode. Und die Logik setzt sich eigentlich fort. Ein
Kaffeegetränk ist mit viel, viel mehr Wasser zubereitet. Wenn ich da so feines Kaffeemehl nehmen würde wie hier, dann würde das ganze Wasser, die ganzen Bitterstoffe mit rauswaschen und das Getränk wäre sehr, sehr bitter. Deshalb muss man gröber mahlen, damit es ausbalanciert schmeckt. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Mahlgrad für eine Filtermethode mit einem Handfilter, wo man ein Kaffeemehlbett im Prinzip im Filter erzeugt. Und noch gröber wird es dann im Prinzip hier. Das wäre mal gut für eine French Press. Der Grund ist der, dass bei dieser Brühmethode, man nennt das Full Immersion, ist das Kaffeemehl in Zirkulation mit dem Wasser. Das heißt, das Wasser hat noch mehr die Möglichkeit, das Kaffeemehl auszuwaschen, weil es nicht zu einer Sättigung wie in einem Kaffeemehlbett kommt. Und dadurch, dass es noch höheres Extraktionspotenzial hat, das Wasser, in dem Fall, muss man noch gröber mahlen, damit man wieder ein ausbalanciertes Getränk hat. Das zur Erklärung, warum es so feine Mahlgrade gibt und grobe Mahlgrade. Und wir haben euch ja immer schon die Orientierung gegeben mit der Extraktionszeit, um zu gucken, wann ihr bei welcher Brühmethode ungefähr im richtigen Bereich liegt. Das ist im Prinzip so die grobe Vorsortierung, welchen Mahlgrad ihr braucht. Und die Feinjustierung ist dann im Prinzip immer über den Gaumen. Das heißt, wenn ihr mit dem Espresso ungefähr in 30 Sekunden euer Getränk zubereitet habt, dann seid ihr vom Mahlgrad schon mal grob richtig. Aber dann die feinen Nuancen rauszuarbeiten, das ist dann wirklich wichtig, dass ihr verkostet und dann guckt, okay, schmeckt das Getränk von der Balance eher ein bisschen sauer, ein bisschen bitter, wie ist es denn mit der Stärke? Und um das dann wirklich noch zu optimieren, das Brührezept, da kann ich euch auch unser anderes Video empfehlen. Da geht es nämlich genau um dieses Thema, das Optimum des Brührezepts herausholen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt auch so ein bisschen die Angst davor genommen, euch selber an das Kaffeemehl herstellen, also das Kaffeemahlen, heranzutrauen. Weil viele Leute kaufen immer noch vorgemahlenes Kaffeepulver im Supermarkt und das muss eigentlich nicht sein, weil sobald man Kaffeemehl mahlt, treten ätherische Öle aus, die verflüchtigen sich, das sind Aromen, die werden ranzig, das wird wirklich im besten Fall nur langweiliger, das Kaffeemehl, aber eigentlich wird es auch wirklich schlechter und schmeckt nicht mehr lecker. Deshalb ist eigentlich frisch mahlen, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und es genießen möchte, Pflicht. Insofern kauft euch auf jeden Fall eine Mühle und habt keine Scheu davor, den Mahlgrad nicht finden zu können. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen bei dem Video und lasst uns gerne ein Like da oder schreibt Kommentare und Erfahrungen zu Mühlen und Mahlgraden und Brührezepten in die Kommentare. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis dahin. Ciao.